Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt Half-Life 2 Episode 2. Wir sind hier bei dem Funkturm und wollen jetzt an White Forest, an den Weißwald, eine Nachricht schicken, dass sie in Obacht sein sollen, dass das Combine hinter ihnen her ist. So, Alex. Okay. The signal's really weak. Well, let's give it a try. White Forest, come in. Dann kann ich mal noch Morse probieren. White Forest, do you read? This is White Forest. Identify yourself. This is Alex. Alex Vance. Where are you? I expected you hours ago. Well, we had a bit of a setback. Don't you understand the gravity of the situation? The survival of Earth depends on the data you get. Yes, I know. But the Combine, they're heading your way. What? What's that? What? You're heading our way? Well, I should hope so. No, not what? What? What's that? Combine. You're breaking up, Alex. What? What? I wonder if we got any of that. Let's get back on the road. Die Advisors haben uns gesehen. Du hast ihn auch gesehen. Das heißt, sie haben die Übertragung mitgekriegt. Die wissen genau, was los ist. Die haben wahrscheinlich die Übertragung sogar gestört. Hätte ich gemacht, wenn ich die wäre. Sorry, wieder die Erdnüsse. Die gleichen von letzter Woche. Oder eher gesagt, das gleiche Studentenfutter von letzter Woche. So, mal beeilen. Komm, Alex, steig schon mal ein. Ah, da ist er noch. Let's keep going. See if we can pick up the road somewhere ahead. Genau das. So, hier geht's raus. Und wir speichern nochmal und hauen dann hier ab. Ich mag die Vehikel in Half-Life 2. Die machen so viel Spaß zu fahren. Und wieder mitten in der schnellen Bewegung, mitten im Fall, ein Ladebildschirm. Was heißt, er speichert? Das heißt, wenn man hier lädt, dann kommt genau das. Man ist total desorientiert. Wir sind fast da. Und was ist das nächste Hindernis? Hier ist ein Feuerchen am Rand der Straße. Und der nächste Abschnitt. So. Und wenn es hier nur Sachen zu entdecken gibt, schauen wir mal. Alles total heruntergekommen, natürlich. Was war das? Okay, Alex, du hast es auch gesehen. Das ist schon mal gut. Es scheint so, als wenn jemand telepathisch mit uns Kontakt aufnehmen will. An advisor around here someplace. Das habe ich schon geahnt. Das können diese gigantischen Maden, also Telepathie. It's like we weren't the first to find this place. Okay. Hier ist er. Oh. I think we found our advisor. The board said we should kill them before they hatch. Na gut. Wir müssen nur diese Kapsel aufmachen. What do you say, Gordon? Shall we pull the plug? Sorry about this. Maybe I can get this open. There we go. Over to you, Gordon. Alex?
Dein Lebenssupport ist aus. Du hältst nicht lange durch. Sagt ihm die Lebensenergie aus oder sowas? Ja, das wird's wohl sein. Da das eine Zwischensequenz ist. Kann er das nicht einfach so schaffen? Nein, er flieht. Oh mein Gott. Gordon. Ja. Du aber auch. Ja, und hoffentlich überlebst du das nicht. Sounds like it called its friends. Soldiers. Sehr schön. Na los. Das war doch nicht nur einer. Aber tut mir leid. Nicht doch. Das Ding fliegt zu langsam. Das wollte ich gerade tun. Eigentlich wollte ich die umfahren. Natürlich voll gegen das Auto gefahren. So, erstmal hier gucken, orientieren. Ja, Batman ist hier vorhin durchgekommen. Nicht so einfach. Wieder diese gleichen Tropfen wie bei der Boot-Episode. Leider haben wir jetzt noch nicht die Knarre am Auto, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir sie jemals kriegen. Aber nicht wie beim Boot, dass er noch die Knarre vorne dran hatte. Cashewnüsse. Sprung oder sowas. Ja, ja. Das war ein eher verkürzter Sprung. Nun gut. Jetzt so.
doof. Wenn wir natürlich jetzt schön beschießbar sind, während wir stehen. Aber ich konnte nicht widerstehen, diesen Zombie umzufahren. Auf jeden Fall. Na toll. Ja, wenn ich etwas hätte, damit ich das tun könnte. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Kann gut sein, dass ich tatsächlich an einer Stelle hänge, wo ich nie hätte hingesollen dürfen. Ja, ich gehe mal hier und lade. Ich höre hier doch eine. Ja, dafür bräuchte ich die dazu gehörige Munition. Und der macht ja schon gute Arbeit da. Da fehlt mir schließlich der Raketenwerfer und dieser Mann da oben hat ihn. So, dann schauen wir mal hier. Außenrum. Da geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Da kann ich nicht durch. Ich gehe auch mal davon aus, dass die Schüsse von dem keinen Unterschied machen. Die explodieren zwar an dem Hubschrauber, aber die tun dem nichts. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Waffe finden. Hier steht hier runter. Aber da ist halt die Bombe. Und dann ist hier nichts. Kann ich hier irgendwie hoch? Jetzt ist der Turm in die Luft gegangen. Von dem Hubschrauber in die Luft jagen können. Okay, ich finde die Frage interessanter, wie du hierher gekommen bist. Ich muss jetzt erstmal eine Waffe finden, die dem Hubschrauber was anhaben kann. Schauen wir mal hier drin. Können wir schon mal den Anzug aufladen? Okay. Und hier unten. Hier kann man noch rein. Nein, ist geschlossen. Okay, war irgendeiner auf einem Turm drauf? Der Turm ist eingekracht. Da müsste doch eben seine
Fackel hier oben liegen, oder? Oder soll ich etwa... Soll ich ihn mit seinen Bomben bewerfen? Das wird sein, ja. Und da fliegt sogar ein Kummernsoldat raus. Okay. Das war's. Das war die Lösung. Ja. Boy, are we glad to see you guys. Oh, that was amazing. The way you threw their minds right back at them. Well, I could sure use a drink. Who's with me? We need to get back on the road, but ja, vielleicht hört, trinke ich gerade was. I don't suppose you got any tools for working on cars. Tools? Got a whole shop over here. Come on, we'll get you set up. So, das ist eine Stelle zum Laden. Die Tür geht zu, er lädt. Der macht die Tür hinten vorne auf. You weren't kidding. We'll be back on the road in no time. Well, that could be a problem. You hear that auto gun going off out there? Normally run supplies out of the White Forest base, but a few days ago the combine cut off access. Sind das die gleichen Laserkanonen aus wie in Half-Life 1 am Ende? Also maybe while I'm getting the car fixed up, you can see how clearing up that roadblock. All the fresh zombies coming out of City 17 have kept them pinned down. It's just a matter of time till the troops start pushing this way. If you think you're up to it, we'll let you out there. He's always up for it. Right, Gordon? Auf jeden Fall. We got a trap door up here where I can let you over to the other side. That way you'll get to see the gun before it sees you. Das ist gut. Good luck taking out that auto gun. Na, mir fällt schon was ein. Das war nicht das, was ich tun wollte. Das war das, was ich tun wollte. Durchgesäbelt. Irgendwie hatte ich gedacht, ich kann das Fass abschießen, bevor es mich trifft. Ja. Ist wieder dieses Giftzeugs und das Auto säuft ab. Und zwar komplett.
Da hinten ist die Laserbombe. Alles ab. Selbst die Krähen. Ist es zu spät. Weil jetzt haben wir diese Granate, wieso geht die nicht hoch? Das sind drei Kanonen tatsächlich. Die hat man schon gehört. Müssten wir hier auch wieder komplett außerhalb der Reichweite von der sein. Und man sieht, das Combine ist tatsächlich kein Freund von den Zombies, sondern ein Gegner, denn die kämpfen gegeneinander. Da gehen wir hier weiter. Schön in der Deckung der Fahrzeuge. Um.
Und jetzt sind wir hinter der ganzen Chose. Wo ist er? Aha. Granaten. Granaten für die Waffe. Ich würde sagen, das ist ein eindeutiges Zeichen, was hier zu tun ist. Wir müssen die große Dumme mit den Granaten kaputt machen. So, wollte ich gerade hinsetzen. Sind da noch Freunde? Nein. Von vielen Steuerungen gedrückt halten. Tut mir jetzt die Hand weh. Und da können wir die Knarre ausschalten. Nein. Scheinbar ist es doch ein gezielt die Granate hineinversenken. Hier war einmal eine Laserkanone. Und alles andere ist hier auch nicht mehr. So, hier können wir auch direkt zurück. Das ist natürlich jetzt viel einfacher. Weil wir einfach durchlaufen können. Und weil Alex uns hilft. Hey Gordon, car's ready. Come on back and we'll get going. Ja, super. Dann gehen wir doch direkt zurück. Come on, Gordon, get in. Was hält ihr denn da? Not only did they help me fix the car, they threw in a bonus. Special this week only. It's like an onboard radar for you guys. Picks up little beacon jobbers like this one here. We've hidden a bunch of these things out there in the field to signal emergency stashes. Huh. So keep an eye out. When you see your dashboard light up, you're gonna want to stop and investigate. I'll fill you in on the road, Gordon. Sehr praktisch. Thanks again, you guys. Ich würde aber jetzt sagen, bevor wir hier rausfahren, und diesmal pausiere ich das Spiel jetzt schon vorher, bevor wir hier rausfahren, ja, es ist wieder soweit. Die halbe Stunde ist um. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao, miau.